Wir haben nie irgendwie diesen Shutdown durch Inaktivität im Endeffekt erlebt, sondern wir haben wirklich mit dem ersten Tag begonnen, Maßnahmen zu setzen und haben auch, sage ich mal, die Veränderung genutzt, um Dinge, die bis dato schleppend im Talon waren, einfach mit einem bestimmten Drive umzusetzen. Eines davon ist die gesamte Videothematik, also alles, was mit der digitalen Kommunikation zusammenhängt. Ich habe schon vor 3 Jahren versucht, Lieferanten und auch Mitarbeiter auf diesen digitalen Weg verstärkt zu bringen. Das ist mir nur mäßig gelungen. Also ich kann da nur eine Zahl nennen, wenn ich unser Unternehmen zurzeit nehme. Wir haben bis zur Corona-Krise 3 bis 5 virtuelle Meetings im Monat im Unternehmen gemacht. Und jetzt machen wir, wieder mal sagen, zwischen 15 und 25 pro Tag über alle Mitarbeiter gerechnet. Also von derer Seite her haben wir sehr gute Dynamik. Wirtschaftlich gesehen haben wir natürlich dasselbe Schicksal wie viele andere, aber das Glück, in einer Branche zu sein, die nie im Wesentlichen ein Ausübungsverbot gehabt hat, sondern wirklich im Endeffekt arbeiten konnte, mit einer ganz kurzen Unterbrechung, das waren circa 3 Wochen, bis wirklich geklärt war, wie man im Bau- und Baunebengewerbe auf Baustellen agieren darf. Also die größere Thematik war dann noch das Transportieren der Mannschaften mit den Abständen in den Autos und so weiter. Aber wie diese ganzen Entscheidungen getroffen waren, hat sich bei uns ein Geschäft eingestellt, wo man sagen kann, wir haben im April, Ende April, schon Tagesumsätze in einer Höhe von ungefähr 70% von den Normalumsätzen erreicht. Und wir kommen jetzt mit Juni durchaus in Normalumsätze. Also die Branche ist sehr stabil. Das sind Handwerksunternehmen, unsere Kunden, das sind meistens Familienunternehmen, die ja nicht nur im Endeffekt im Interesse des Unternehmens, sondern sehr wohl im eigenen Interesse agieren. Und die bemühen sich enorm, Aktivitäten zu setzen, für den Markt attraktiv zu sein, das Kundenpotenzial zu aktivieren, das es am Markt gibt. Und wir sagen jetzt seit gut 1,5 Wochen an die Unternehmen wieder, dass sie nicht nur von den bestehenden Aufträgen, der Bau ist ja immer zeitverzögert und sehr langsam, nicht nur von den bestehenden Aufträgen gut leben können zurzeit, sondern dass sich auch wieder neue Anfragen entwickeln, auch wenn diese noch ein bisschen zaghaft kommen. Was natürlich eine Herausforderung sein wird, wir sind österreichweit tätig und haben natürlich auch unterschiedliche Abhängigkeiten. Unter anderem, wenn ich Tirol, Salzburg, Teile Kärnten, auch Teile von der Steiermark, Obersteiermark anschaue, da ist der Tourismus natürlich als Investor sehr, sehr wichtig. Und dort werden wir natürlich spüren, dass diese Investitionen vorübergehend ausbleiben. Ich glaube, dass wir uns schon sehr mit uns selbst in der letzten Zeit beschäftigen durften, sehr kritisch beschäftigen durften und dadurch auch sehr viele Korrekturen anbringen können und konnten, die uns in Zukunft nutzen. Also ich glaube, dass die Situation jetzt zu einer Verschlankung in den Unternehmen führt. Und dass viele dadurch durchaus einen betriebswirtschaftlichen Kick bekommen und Dinge beseitigt haben, die sie eigentlich seit Jahren mitschleppen. Gell? Also ich glaube schon, dass es uns in Summe gut tut. Also ich sehe das eher so mit dem fruchtbaren Boden auf verbrannter Erde. Also alles, was jetzt neu wächst, kann ziemlich unbefangen wachsen. Und dadurch glaube ich, dass es durchaus auch für viele eine Chance geben wird. Für viele dramatisch. Also man muss auch im Endeffekt wirklich draufbleiben. Also die Verantwortung der Regierung ist ja jetzt mit dem Öffnen und mit dem Fall der Auflagen und so weiter nicht getan, sondern es wird auf jeden Fall für die nächsten 1 bis 2 Jahre massive Impulse zur Stabilisierung der Wirtschaft brauchen. Aber wir haben sicher in der Zeitrechnung vor Corona, während Corona und nach Corona die Chance, eine neue Wirtschaft zu gestalten, die nachhaltiger ist, die vielleicht durchaus auch ökologisch ist, aber die im Regelfall auch auf jeden Fall wettbewerbsfähig sein wird. Also ich glaube, dass wir neben der Digitalisierung, die wir sehr hoch einschätzen und die uns auf jeden Fall bleiben wird nach Corona, werden wir uns im Endeffekt sehr stark mit der Flexibilität unserer Mitarbeiter und auch mit der Flexibilität des Unternehmens, wenn es um Dienstverhältnisse geht, auseinandersetzen. Also Homeoffice zum Beispiel, das ist ja ein Schlagwort zurzeit, das teilweise sogar ein bisschen überstrapaziert wird, weil Homeoffice natürlich auch eine soziale Abnabelung sein kann und auch die Mitarbeiter an sozialen Kontakt brauchen. Aber die Flexibilität, sich aussuchen zu können, ob ich heute in die Firma fahre oder ob ich vielleicht doch zu Hause bleibe, mich ins System hänge und meine Aufgaben mache, das wird im Endeffekt für uns eine der, sage ich mal, wichtigsten Aufgabenstellungen sein, das bestmöglich für unsere Mitarbeiter zu organisieren. Und
Auf der anderen Seite natürlich auch den Kunden beizubringen, dass wir im Endeffekt einen anderen Takt, einen anderen Rhythmus und andere Medien nutzen. Weil zum Beispiel, man kann Digitalisierung im Sinne des Warenverkehrs oder der Logistik sehen oder auch in der Produktion. Wir können aber Digitalisierung auch sehr stark in der Kommunikation sehen. Und wenn ich mir anschaue heute in der Kommunikation, wie wir agieren, wie bereit wir bis dato Termine gemacht haben für Sachthemen, die teilweise in 20 Minuten oder in einer halben Stunde besprochen wurde, wo wir dann in Kauf genommen haben, dass die Fahrzeit, also die Logistik für einen Termin, teilweise 2/3 beansprucht hat und der eigentliche Termin 1/3 der Zeit und das jetzt schrittweise auf die digitale Ebene, wie jetzt ein Zoom oder Teams-Meeting und so weiter oder diese Videokonferenzen bringen, dann glaube ich, dass wir auch sehr viel an Lebensqualität bringen werden und dass wir sehr viel, ich würde es jetzt nicht als Freizeit bezeichnen als Unternehmer, sondern als freie Zeit, um sich mit Neuem zu beschäftigen oder vielleicht auch Dinge zu machen, die dann darüber hinaus Spaß machen und, oder wo man vielleicht gesagt hat, das hat man bis dato einfach nicht bewältigen können. Also ich glaube, dass wir ohne weiteres von dem profitieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wieder in den alten Trott fallen. Gell? Weil ich meine, wir wissen alle, dass eine 3-monatige Pause dieses alten Trotts auch schnell vergessen werden kann. Und ich hoffe, dass die Menschen das nicht vergessen, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben. Wir haben gelernt, uns anders im Endeffekt aufzustellen, anders zu organisieren. Aber wir haben auch gelernt, dass es eine gewisse Demut braucht, auch vor allem im Geschäftsleben, weil nichts selbstverständlich ist. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit kann die Welt im wirtschaftlichen Bereich aus den Angeln gehoben werden. Und das in einer Flächendeckung, wie man das nie geglaubt hätte. Und wir reden ja von einer Krise und von einem Wiederaufbau, obwohl ja nichts in Schutt und Asche liegt. Gell? Also es ist ja alles da. Es geht ja nur darum, das, was wir haben und das, was wir können, im Endeffekt neu zu organisieren und zu mobilisieren.